Gottfried Hellenwein spielt in der Albertina, in der Darstellung der zeitgenössischen Kunst, eine ganz besondere Rolle. Und mir war es wichtig, dass man in der Albertina Contemporary sofort gefesselt und gefangen ist. Die Signature-Farbe des Gottfried Hellenwein, das Blau. Das Blau, die Farbe der Ferne, der Sehnsucht, der Romantik. Sie stößt hier auf einen Realismus, der so grausam ist, als ob grelles Tageslicht auf eine verzauberte Nacht stoßen würde. Da ist das Kind, dem das Blut aus dem Kopf rinnt, aber man sieht keine weiteren Gründe für eine Verwundung. Das Kind ist von einer Schönheit, die einzigartig ist, und das führt zu einer Beunruhigung, die Frage nach Gewalt, nach Grausamkeit an sich stellt. Dieser Realismus schlägt plötzlich um in eine Allegorie. Auf der einen Seite ist es sofort verständlich, man erkennt seine Motive, man kann sie lesen, sie sind eindeutig und unzweifelhaft, aber kaum wagt man den zweiten Blick, stellt sich eine ganz merkwürdige, bedrohliche Rätselhaftigkeit ein. Die entstellten, die verstümmelten Figuren verlangen nach einer Erklärung, die das Bild nicht herausrückt. Gottfried Hellenwein, wir haben hier einen ganzen Raum ihm gewidmet, so wie Georg Baselitz, wie Anselm Kiefer, wie Gerhard Richter. Aber er ist ja nicht nur im ersten Saal, er ist auch im letzten. Man verlässt diese Contemporary Art wieder durch seinen Raum, und ich glaube, man geht dann etwas kritischer und nachdenklicher aus dem Museum hinaus, als man es betreten hat.